Ein paar Leute haben mich auf das Video zum Herbstmarkt-Battle zwischen Maike Scholz und mir angesprochen. Nein, wir haben nicht im Schnitt geschummelt beim Dosenwerfen. Das ist tatsächlich so 1:1 passiert. Und man sieht das auch. Wir haben da keinen Schnitt gesetzt. Es wurde 1:1 so mitgefilmt. Warum ich währenddessen nichts gesagt habe, ja, so ist das eben, wenn man selber nicht aufpasst und ein bisschen träumt, da habe ich dann versäumt, mein Veto einzulegen und ja, aber das war eh alles so ein bisschen Spaß und Spiel und von daher alles in Ordnung, aber ja, so kann es gehen, wenn man nicht die ganze Zeit aufpasst. Bei dem Grünkohlstrauß, da ist es tatsächlich so, dass wir nicht die Erfinder davon sind, obwohl wir das gedacht haben, dass nur wir so verrückt sind und so eine Idee haben. Es ist wohl tatsächlich so, dass das öfter in Auftrag gegeben wird, also aus einem Grünkohl einen Strauß zu machen und die Floristen, die stecken dann wohl direkt noch Pinkelwürste mit dazu als Geschenk. Wenn ihr auch so eine Idee habt, verwendet den Grünkohl so schnell wie möglich. Der fängt dann doch recht schnell an zu stinken, wie ich jetzt selber gemerkt habe, und vor dem Verzehren einmal einfrieren. Nicht vergessen, sonst ist der Grünkohl zu bitter. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich treffe tatsächlich immer wieder auf Menschen, die nicht wissen, dass die OV Videos macht. Ich bin jetzt zwar seit 2 Jahren dabei, aber nun denn, noch einmal in der Zusammenfassung. Alle OV-Videos erscheinen auf unserer Facebook-Seite. Wer sagt, pfui, Facebook mag ich nicht, habe ich nicht, der kann die Videos auf unserem YouTube-Kanal sehen. Da kann man die auch direkt anschauen, ohne sich anmelden zu müssen. Und die Videos kommen auch alle auf unserer Homepage www.oldenburgische-volkszeitung.de. Außerdem erscheinen alle Videos auch im Kabelfernsehen auf Regio TV. Mittlerweile sind das sogar fast 400 Videos, ohne jetzt Made in Dinklage, Karrierestart TV und die Promenade dazu zu zählen. Also eigentlich kaum ein Entrinnen, kaum ein Entkommen ist möglich bei unseren Videos. So, das musste auch mal raus. Und jetzt gibt's wie immer an dieser Stelle noch ein paar Meldungen des Tages. Jana Lea Schuh aus Mühlen initiierte eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung eines Assistenzhundes für ihre erkrankte Freundin. Solche Hunde werden bei Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung eingesetzt, um ihnen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Lange Haftstrafen für Drogenkuriere aus Vechta und Goldenstedt. Die 29 und 41 Jahre alten Männer transportierten 50 Kilo Kokain für eine internationale Bande. Der 29-Jährige erhielt 5 Jahre und 7 Monate Haft, der 41-Jährige 4 Jahre. Und noch ein Tipp fürs Wochenende. In Dinklage ist wieder Fettmarkt. Am Samstag geht es um 11 Uhr los mit einem Kinderflohmarkt und einem Trödelmarkt. Am Montag startet der traditionelle Umzug um 9.30 Uhr beim Rheinischen Hof. Und auch wir sind natürlich wie in jedem Jahr für euch wieder mit dabei und mit vor Ort.